Hallihallo, guten Morgen und auch nochmal an Bianca. Vielen, vielen Dank. Das war wieder sehr erfrischend und total lustig, weil sonst war es immer so, dass, oder die ersten zwei Male war ich vor der Bianca dran und jetzt ist nice, jetzt ist es andersrum. Okay, ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Morgen. Ich teile hier gleich mal meinen Bildschirm. Und dann zeige ich. Ach ja, genau, da müssen wir mal sehen. Oh, oh, oh. Ich hätte fast das Meeting verlassen. Aus Versehen. Das wäre ja ein zu weit unten gewesen. Bei mir sieht es so aus, als würde sich der Bildschirm teilen. Und sieht so aus, als wäre es auch bei euch so. Okay. Ich mache mal kurz hier Young Living Day Angebot, bevor es dann in unser haariges Thema von heute geht. Und. Ja, wir haben Young Living Day, da, da, da. Den gibt es ja alle 3 Monate seit einiger Zeit. Young Living Day ist ja ein Tag, ein Young Living Tag, der weltweit stattfindet. Das heißt, an diesem Wochenende sind wir jetzt überall auf der Welt verbunden, wer da irgendwie mitmacht beim Young Living Day. Und da gibt es natürlich auch immer tolle Angebote. Und deswegen, ich glaube, das ist hier so ein bisschen jetzt nicht so ganz perfekt drauf. Ihr habt es sicher schon gesehen. Ich bin ja nicht die Erste, die das zeigt. Also gehen wir da mal durch. Kurz. Kurz. Betonung auf kurz. Okay, also Frühling haben wir schon. Wissen wir alle. Ich springe hier gleich mal zu den tollen Sachen, die es gibt. Also die Master Formula ist jetzt endlich da. Wir haben lange, lange Zeit drauf gewartet und es ist richtig cool, dass wir die jetzt haben. Da hat früher schon die Marcella von Harting immer ganz viel darüber erzählt, dass wir, also dass man, wenn man die Masterformula nicht benutzt, dass man dann eigentlich gleich gar nichts mehr machen muss, weil die einfach so wichtig ist. Da sind so gute Sachen drin. Ihr habt da 3 Kapseln und also das ist praktisch. Du hast 30 Päckchen, das heißt, das ist so ein Monatsvorrat. Also ich kann das sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich habe die auch schon länger nicht genommen. Ich habe mir die früher mal in Amerika geholt und dann, aber wir hatten die hier nie. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass die jetzt endlich da ist. Also hier, unterstützt die allgemeine Gesundheit. Du bekommst wichtige Nährstoffe. Sie enthält Vitamine, Mineralien und andere Nährstoffe. 11 verschiedene Vitamine und Mineralien mit mindestens 100% des täglichen Bedarfs, und zwar mindestens 100%, das heißt sogar mehr. Masterformula bietet 25 wichtige Nährstoffe und ja, zusammen ist es eben eine, bilden die eine Synergie. Das bedeutet, dass die sich gegenseitig unterstützen oder auch aufbauen, gegenseitig verstärken, kann man sagen, und so irgendwie diese einzelnen Bestandteile, die da drin sind, dann zu etwas einzigartigem Neuen werden. Wie heißt das noch? Die Summe, das Ergebnis ist mehr als die Summe aller Einzelteile. Ich glaube, so ungefähr ist der Spruch. So was es bedeutet, wenn es in eine Synergie geht. Sie ist vegetarierfreundlich. Sie hat 55 verschiedene pflanzliche Quellen. Sie hat zum Glück keine Konservierungsstoffe, keine künstlichen Stimulantien, keine künstlichen Farbstoffe und ja. Und es ist eben die SSI-Technologie, was eigentlich letztlich diese Synergie ist. Ja, die sind vorverpackt. Das heißt, du kannst die auch unterwegs mitnehmen, wenn du mal unterwegs bist. Im Moment ist man ja weniger unterwegs wie früher, aber trotzdem ist es so, dass man vielleicht unterwegs ist oder auch bei der Arbeit und da kann man die ganz easy mitnehmen. Du hast mikronisierte Nährstoffkapseln. Und ja, da ist dann alles Gute drin. Lycopin, Wolfsbeerenpulver und Citrus-Bioflavonoide. Dann hast du Phytofilm-Tablette, die ist dann grün. Und dann ist es sanft zum Magen auch noch. Und Kalzium ist auch drin. Also gute Sachen. Ah ja, das ist noch interessant hier. Ich muss das mal ein bisschen, mal sehen, ob ich das rüberschieben kann. Passiert, wenn man zu viele Sachen offen hat. Ha? Ich hoffe, du kennst das auch. Ich hoffe, ich bin ja nicht die Einzige. Okay, Masterformula wurde entwickelt, indem 3 Produkte zu einer herausragenden Multivitaminprodukt kombiniert wurden. Das haben wir schon gehört, 55 verschiedene Pflanzen.
Zum Beispiel Wolfsbeerenpulver, zum Beispiel Kardamom, Gewürznelke, Fenchel und Ingwer. Hört sich alles sehr gut an, oder? Ich finde so, das hört sich alles sehr magenberuhigend an. Hier ein Päckchen, eine Flüssigkapsel ist da drin, eine Filmtablette und zwei Kapseln. Mit Wasser oder auch in den Charette nehmen, kannst du auch machen. Und nicht auf dem leeren Magen, das heißt am besten, ja, was vorher essen. Also nicht direkt nach dem Aufstehen einfach einwerfen. Dann gibt es natürlich Ning Charette. Ich weiß nicht, ob du Ning Charette trinkst, aber ich tue das jeden Tag. Ich liebe Ning Charette. Ich bestelle mir immer einen Viererpack, ehrlich gesagt, jeden Monat. Und das reicht auch immer gerade so. Also manchmal, wenn ich genug Punkte gesammelt habe, bestelle ich mir auch einen Achterpack. Aber wenn ich sonst monatlich kaufe, dann nehme ich das Viererpack und trinke ich jeden Tag. Und das ist einfach super. Mir hat das unglaublich. Also ich mache gerne Sport, ich laufe jeden Tag oder fast jeden Tag, ich mache manchmal Pause. Und ich habe gemerkt, seit ich Ning Charette trinke, brauche ich eigentlich nichts anderes nehmen. Vorher habe ich Eisen genommen und Magnesium und alle so verschiedene Einzelprodukte, kann man sagen. Und seit ich Ning Charette trinke, ist mir aufgefallen, dass ich selten was nehmen muss. Manchmal, wenn mehr Training ist, dann schon. Aber ansonsten ist Ning Charette einfach, da ist so viel drin und in so einem guten Verhältnis, dass der Körper damit was machen kann. Das heißt also, ich nehme kaum irgendwas noch dazu. Also das bin ich deswegen sehr begeistert davon seit vielen Jahren schon. Dann Life 9 ist natürlich sowieso auch was Gutes. Omega-Gize, das sind die Fischölkapseln. Das heißt für Vegetarier und Veganer, ja, ist oft nicht so beliebt, aber ansonsten, sie sind natürlich sehr gut. Denn es sind auch ätherische Öle mit drin. Und da, wir haben endlich wieder Comfort Tone. Wahrscheinlich, wenn du jetzt noch nicht so lange bei Young Living dabei bist, dann hat dich das noch nicht gestört. Aber falls du schon länger dabei bist, dann wirst du erleichtert aufatmen, denn das haben wir jetzt, ich glaube, seit 3 Jahren war das nicht mehr zu haben. Und endlich ist Comfort Tone wieder da. Das hier muss ich auch noch ganz kurz mal zum Besten geben, ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus Kräutern. Und es riecht total gut. Man riecht den Fenchel immer raus, wenn du die Dose aufmachst. Das ist total angenehm. Und es ist einfach toll hier für die Verdauung. Und ja, Rolle des Verdauungssystems ist es, Nahrung in die Bausteine umzuwandeln, die der Körper für effektives Funktionieren braucht. Und deswegen sind hier Fenchel und Klette in Comfort Tone drin, die die Verdauung unterstützen. Und hier hast du ätherische Öle auch drin, Anis, Copaiba, echte Kamille, was auch die deutsche Kamille ist, die ist die blaue. Dann Ingwer, Pfefferminz, Rosmarin und Mandarine. Also es sind echt gut duftende Kapseln. Und du kannst viermal täglich je eine Kapsel einnehmen. Unglaublich wichtig, dann wirklich viel Wasser zu trinken, also mindestens 2 Liter, weil die so ein bisschen im Magen noch dicker werden. Also die nehmen sehr viel Wasser auch auf. Deswegen wirklich wichtig, viel zu trinken, wenn du Comfort-Tone-Kapseln nimmst. Und ja, das ist dann, also Faulbaumrinde hört sich echt unangenehm an, aber es tut was Gutes. Anwendungshinweise sorgfältig lesen und befolgen und natürlich dann auch deinen Arzt fragen, ob das für dich okay ist bei Schwangerschaft, Stillzeit und so, dann musst du vorher fragen. Ab 12 Jahre, wenn du bist, kannst du das einnehmen, vorher nicht unbedingt. Und ja, natürlich an einem kühlen, trockenen und Ort aufbewahren, nicht unbedingt direkt auf die Herdplatte oder ins Sonnenlicht stellen. Das ist, wie du mit Comfort Tone umgehen musst. Und dann mache ich jetzt mal, springe ich in meine Präsentation. Hier gibt es natürlich noch ganz viele tolle Sachen im Young Living Day, aber da hörst du ja zwischendurch immer mal wieder was drüber. Okay, das heißt, jetzt springen wir hinüber in die Haarpräsentation. Denn es geht ja heute um ein spezielles Thema. Und jetzt muss ich noch mal kurz fragen, ob man das sehen kann und ob man auch das vollständig Ja. sehen kann, also dass man auch alles lesen kann. Ja, dabei kann man jetzt knapp, aber das wird ja auch knapp. Ja, aha, okay. Das heißt, okay, ich muss das, glaube ich, mal die breitere Version einstellen. Das Nee, habe du ich mal kannst wieder einfach nach unten vergessen. ziehen. An der Ecke auf der Seite kannst du es mir gerne nach unten ziehen. Ich habe hier Betreuung direkt, das ist Ja. cool. Ja. Vielen Dank. Das habe ich hier echt einen Luxus, also hat ja nicht jeder. Ja, vielen Dank. Also jetzt seht ihr das. Also, herzlich willkommen zu diesem Vortrag, inspiriert von sehr stark auch von Ayla.
Das war dieses Mal sehr interessant, denn eigentlich, ich bemühe mich jedes Mal neue Vorträge zu machen, was vielleicht gar nicht so schlau ist, weil eigentlich es fällt auch gut, mal das Gleiche wieder zu machen, aber ein bisschen vertieft. Weil wenn man immer was Neues macht, dann ist manchmal, ja, dann okay, war es eigentlich. Ich habe mir schon so viel gemacht. Wobei Young Living Days hatten wir noch nicht so viele, da gibt es immer noch viel rauszuholen. Aber das hier, also volle Inspiration. Aber das hat mich dann selber mega inspiriert, weil wir haben sie alle, oder? Die meisten von uns haben Haare. Natürlich gibt es auch Menschen, die haben keine oder nicht mehr. Das ist auch ein Thema. Und auf das alles gehe ich jetzt ein bisschen ein. Okay, also, was deine Haare über dich sagen und was du dagegen oder auch dafür tun kannst. Also dafür ist vielleicht eigentlich ein besseres Wort, aber das ist so das, was eben so schnell eingefallen ist, diese Überschrift hier. Zu meiner Person, zu Erfahrung mit meinen Haaren, nicht nur mit meinen Haaren, aber ja, ich habe eigentlich lebenslang schon lange Haare. Ich glaube, ich hatte mal einen ganz kurzen Moment kurze Haare und ich hatte, als ich auf die Welt gekommen bin, doch längere Zeit auch eine Glatze. Hat mir aber meine Mutter erzählt, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Wobei ich scheinbar überall sonst Haare hatte, wie so Teddybär oder sowas, bloß mit Glatzenkopf. Also ja, umgedreht, das heißt, nur zum Glück hat sich das dann umgedreht. Das heißt, jetzt ist er eher auf dem Kopf und woanders nicht mehr. Aber ja, eigentlich lebenslange lange Haare. Ich bin ausgebildete Friseurin. Das ist, ja, das war mein erster Beruf. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mache ich natürlich bis heute, aber nur für, ja, nur also ich arbeite nicht als Friseurin, sondern mache das nur so als Hobby, aus Spaß für meine Familie oder für Freunde, die mal einfach so, wenn wir Spaß haben wollen, es wäre so Beauty-Abende. Und natürlich seit über 11 Jahren Young Living ätherische Öle Anwenderin. Und ja, das macht natürlich auch unglaublich viel Spaß. Ich bin natürlich auch auf dem Bauernhof geboren, das heißt, habe immer schon gerne im Dreck gespielt und komme vom Feld. Das heißt, auch Young Living mit den ganzen Feldern und mit den Farmen ist natürlich auch da eine ganz tolle, das passt einfach toll zusammen, finde ich. Okay. Ja, ich habe nicht nur Friseurin gelernt, ich bin so eine Person, die nicht genau wusste, was sie machen soll. Es gibt ja Menschen, die kommen auf die Welt und wissen dann von Anfang an, was sie in ihrem Leben machen wollen. Das war bei mir nicht so. Und ich habe dann einfach, das war meine erste Ausbildung, ich habe noch mehrere Ausbildungen gemacht, weil ich mir dachte, ich mache einfach mein Leben lang Ausbildung. Vielleicht finde ich irgendwann das, was mir so richtig gut gefällt. Ansonsten mache ich immer weiter Ausbildungen. Hat auch nicht ganz funktioniert, aber ich habe doch 3 Ausbildungen. Und ja, und jetzt bin ich einfach selbstständig. Also, oder? So geht es dann irgendwie. Okay, was sagt dein Haar aus über dich? Und wir alle haben ja, es ist ja so, dass sich über unser Leben auch die Haare verändern. Also wir kommen auf die Welt und dann bist du entweder so wie ich und hast vielleicht keine oder nur an den Stellen, wo sie eigentlich nicht sein sollten. aber eben als Kind haben wir vielleicht oft sogar hellblonde Haare und dann, wenn wir älter sind, haben wir relativ dunkle Haare. Das heißt, über unser Leben verändern sich unsere Haare, unsere Haarfarbe, unsere Haarstruktur. Vielleicht hatten wir als Kinder Locken und später sind sie so richtig lang und ausgehängt. Also, oder vielleicht sind sie auch kurz, aber dann trotzdem keine Locken mehr. Das heißt, das ist auch normal. Das hängt von unserem Umfeld ab, das hängt von unserer Körperchemie ab, das hängt mit unseren Hormonen zusammen. Also es gibt viele, viele Dinge, die da mitspielen. Es hängt von unserer Ernährung natürlich auch ab. Das heißt, wenn wir uns sehr schlecht ernähren, dann haben wir auch, unsere Haare werden dann halt auch nicht mehr ganz so schön, wie sie sein können. Das heißt, sind deine Haare glänzend oder sind sie vielleicht stumpf? Sind sie eher ölig oder hast du trockene Haare? Hast du schuppige Haut? Also hast du sehr Schuppen in den Haaren? Oder hast du gar keine Haare? Das kann ja auch sein durch deine Gene vielleicht oder durch eine Krankheit, das kann auch sein, oder eben auch durch Hormone, kann es auch sein, dass du irgendwann deine Haare verloren hast. Auf verschiedene Sachen gehen wir dir eben heute drauf ein. Was in meiner Erfahrung, gerade in meiner Ausbildung zur Friseurin, was ich immer unglaublich spannend fand, wie viel von unseren Haaren abhängt, also wie viel Selbstbewusstsein, wie viel Ego kann man es nennen, aber wie unglaublich glücklich man Menschen machen kann, wenn die zum Friseur kommen und sie sind halt komplett zerstört und möchten halt gerne was Neues haben oder möchten auch einfach nur wieder
dass sie geschnitten sind. Wir hatten ja jetzt gerade eine Phase, als die Friseure für einige Zeit zu waren und für manche Menschen ist das wirklich schlimm. Also wenn man jetzt in meinem Fall mit langen Haaren ist das nicht ganz so schlimm, da sieht man keinen so großen Unterschied. Wenn die mal ein paar Monate nicht geschnitten werden, dann werden die natürlich, sehe ich selber einen Unterschied, wenn der unten schon der Tannenbaum ist. Ja. Es ist nicht so hübsch, aber es ist nicht so schlimm, als wenn man eigentlich jeden Monat zum Friseur geht und dann gibt es 3 Monate mal nicht und dann sieht man natürlich ja anders aus. Und wenn man sie selber schneidet, sieht es noch anders aus, ne? Wer das dann gemacht hat in der Zeit oder hat vielleicht auch interessante Erfahrungen gemacht. Aber ich fand das immer unglaublich faszinierend, wie Menschen ja, zum Friseur kommen und dann sind sie halt da eine halbe Stunde oder eine Stunde oder 3 Stunden, je nachdem, was gemacht wird und wie lange das dauert. Und wenn sie dann nachher weggehen, wie glücklich sie sind und wie strahlend sie sind. Im schlimmsten Fall sind sie nicht glücklich, wenn was schiefgegangen ist. Das ist zum Glück selten vorgekommen, aber das kann natürlich auch passieren, wenn aus verschiedenen Gründen irgendwas mal schief geht. Also gerade beim Haarefärben, kann manchmal was sein, wenn man blondiert. Das ist natürlich die chemikalische Seite, auf die wir heute eigentlich eh nicht so eingehen wollen, weil wir wollen ja gerne eher natürliche unsere Haare eigentlich eher gesund machen und nicht durch Chemikalien noch mehr belasten. Aber das, was beim Friseur natürlich viel gemacht wird, beim Normalen, wenn man kein Naturfriseur ist, dann das Klassische, das sind dann doch sehr viele Chemikalien. Und ja, da kann manchmal was schief gehen und dann ist nicht so gut, aber meistens geht ja alles gut und dann ist es unglaublich faszinierend, ja, wie man eigentlich so ein bisschen auch Psychologe ist. Also es ist wirklich, wirklich schön zu sehen, wie dass Menschen, was das mit einem ausmacht, man weiß das ja auch von sich selber, wie gut sich das anfühlt. Also ich liebe selber zum Friseur zu gehen, weil auch wenn ich mir letztlich selber die Haare schneiden könnte, aber es fühlt sich so viel besser an, wenn man so verwöhnt wird, oder? Wenn jemand mal so überall durchgeht und warum das ist, da kommen wir auch ein bisschen drauf. Und ja, man fühlt sich wie neu, oder? Man ist einfach meistens im besten Fall, wenn man da rausgeht, fühlt man sich einfach besser. Okay, also was sagen deine Haare aus und was kannst du dagegen tun oder dafür tun? Und da kommen wir jetzt dazu. Also hier sind so ein paar Tipps in Kurzform. Und danach kommen dann gleich die Rezepte. Das heißt, ich gehe dir erstmal mit dir hier ein bisschen durch, was du alles tun kannst. Zeitmäßig hat es nicht gereicht, um das alles in die Präsentation zu bringen. Und es ist auch ehrlich gesagt so groß, dass die Idee gekommen ist, dass da wahrscheinlich wir da ein kleineres Seminar von machen und einige Dinge dann auch wirklich selber ausprobieren. Denn hier sind unglaublich coole Ideen, finde ich, selber drin, die ich auch noch nicht unbedingt selber ausprobiert habe und die unglaublich inspirierend sind. Das heißt, um dir dann auch Erfahrungsberichte zu geben, wird es da auf jeden Fall mindestens noch einen zweiten Teil geben von diesem Vortrag und vielleicht sogar eine kleine Serie. Also, lass dich überraschen, dann kommt noch mehr, denn das ist ein Thema, was unglaublich ja, wo man viel mitmachen kann. Okay, also was ist wichtig für deine Haare? Am besten nimmst du natürliche Produkte für deine Haarpflege. Da haben wir natürlich haben wir es gut bei Young Living, denn wir haben da alles natürliche Produkte. Wir haben da eine Firma vor uns, die nur natürliche Produkte verwendet und die gleich unglaublich viele davon hat. Haarshampoo haben wir natürlich jetzt nicht so riesen viele, aber wir haben doch 3 verschiedene. Tut mir leid, dass ich jetzt keine Bilder reingemacht habe, sonst könntest du die sehen. Ich habe dir aber auch ein Rezept, was dann gleich kommt, wie du dir ein Shampoo selber machen kannst, wenn du das gerne hättest. Und dann kommen natürlich unten noch mehr Rezepte, wie du auch welche Öle du da reintun kannst. Es gibt natürlich eine Duschgel-Basis, aber das ist Duschgel. Und wenn du lange Haare hast, dann weißt du, dass Duschgel etwas extrem anderes ist wie Shampoo. Also wenn du dir schon einmal in deinem Leben aus Versehen mit Duschgel die Haare gewaschen hast, statt mit Shampoo, dann weißt du, wovon ich rede. Ich habe das nämlich mal gemacht, aus Versehen. Und das war eine krasse Erfahrung. Da braucht man gute Spülung hinterher. Noch besser ist natürlich vielleicht sogar, wenn man ganz von solchen Shampoos wegkommt. Also das ist etwas, was ich dir dann beim nächsten Mal erzählen kann, wenn ich da meinen Selbstversuch gestartet habe. Da gibt es verschiedenste Wege. Aber das Wichtigste ist natürlich natürlich. Die Young Living Produkte sind natürlich. Ich habe immer mal gehört, es gibt so einige Stoffe drin, ich habe das jetzt nicht auseinandergenommen, aber es gibt ja Leute, die machen das. Und die sagen, da sind dann doch ein paar Stoffe drin, die eigentlich nicht so gesund sind.
Von dem, was ich weiß, ist es bei Young Living so, und Gary war da immer sehr hinterher, dass wirklich bei Young Living immer alles ausgeschildert ist. Dass wirklich jeder Stoff, und wenn er im kleinsten drin ist, auf der Verpackung steht. Das ist ein Unterschied zu dem, was normalerweise die meisten Firmen heutzutage machen. Heute steht meistens mehr drauf, was nicht drin ist, als dir das mal aufgefallen ist, wie das, was drin ist. Denn gesetzlich verpflichtet ist eine Firma ja nur das zu schreiben, was dann über weiß nicht wie viel Prozent ist. Und das ist bei Young Living nicht so. Sogar wenn das lange unter dem gesetzlichen Wert ist, schreiben die das noch drauf. Das heißt, manchmal von manchen Stoffen, die da drin sind, sind wirklich nur Spuren drin, und die sind auch nur deswegen drin, weil da, wo das abgefüllt wurde, da werden vielleicht auch andere Shampoos abgefüllt. Das heißt, das sind dann wirklich nur Spuren, absolute Spuren. Deswegen bin ich selber eigentlich sehr glücklich mit dem Shampoo. Ein anderes Problem ist, das betrifft jetzt eigentlich nicht Young Living, sondern das Normale, wenn du ins Reformhaus gehst oder in ein Biogeschäft. Das Problem ist ein bisschen, dass gerade bei Kosmetik ist dieses Bio oder dieses Bio-Kosmetik ist eigentlich kein geschützter Begriff. Das heißt, ich habe mir selber auch schon mal sogenanntes Bio-Shampoo gekauft, wo ich dann doch eigentlich schockiert war, was da drin ist. Und auch teilweise über den Geruch, also weil es so chemisch gerochen hat. Und dann habe ich mich ein bisschen damit befasst und habe gesehen, das Problem ist, dass eben bei solchen Sachen, dass es nicht wirklich geschützt ist. Das heißt, man kann einfach als Markenzeichen Bio draufschreiben, und ich könnte mich Bio Kapalika nennen und irgendein Shampoo verkaufen, und dann heißt es nicht unbedingt, dass es Bio ist. Das ist da ein bisschen das Problem. Dann natürlich noch ein Tipp: Liebe dich selbst, denn das macht auch was mit deinen Haaren. Also wann immer du dich selber annimmst, wann immer du deinen Körper liebst, wann immer alles an dir liebst, hat das natürlich eine große Auswirkung auf dich selber. Wenn du immer denkst, du bist schlecht, du bist hässlich, du bist nichts wert und so weiter, dann natürlich bist du klein, du bist gekrümmt, du hast kein Selbstvertrauen und deine Haare glänzen überhaupt nicht. Also, das wollen wir nicht, oder? Liebe dich selbst. Da gibt es ja tolle, einige Übungen, die wir jetzt schon gehört haben im Laufe des 24-Stunden-Öl-Marathons, und ich bin sicher, wir hören auch noch ein paar bis heute um 16 Uhr. Also sei dabei und liebe dich selbst ist immer, das kann man einfach nicht groß genug schreiben. Und natürlich, was damit ganz doll verbunden ist, was wir auch von dem Masaru Emoto wissen, Dankbarkeit ist auch so ein ganz, ganz großes Thema, wo wir ja wissen, Liebe und Dankbarkeit sind die zwei Qualitäten, die am allerhöchsten schwingen. Und je mehr wir hoch schwingen, desto mehr schwingt natürlich auch unser Körper, unser Alles. Und natürlich sind auch unsere Haare da dran und natürlich werden auch die dadurch schöner. Meine Haare sind jetzt gerade direkt kommen aus der Dusche. Ich habe sie heute nicht gewaschen. Ich liebe einfach Wasser. Deswegen kann ich es mir meistens nicht verkneifen, meine Haare nass zu machen. Ich wasche sie nicht immer. Ich wasche sie jetzt eigentlich nur so 2 oder 3 Mal die Woche. Habe ich mir angewöhnt. Früher habe ich sie jeden Tag gewaschen mit Shampoo und jetzt habe ich, weil ich das so oft gelesen habe, dass das gar nicht so gut ist, deswegen wasche ich sie jetzt weniger mit Shampoo, aber trotzdem jeden Tag mache ich sie eigentlich nass, weil ich einfach Wasser auf dem Kopf liebe. Ich kann es einfach nicht, kriege es nicht hin, also weil es fühlt sich so gut an. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Aber da kommen wir auch gleich noch drauf, welches Wasser am besten ist. Okay, also liebe dich selbst und sei dankbar für Dinge und Dankbarkeit am besten für alles, was du hast natürlich und auch für alles, was du nicht hast. Das heißt, falls du keine Haare mehr haben solltest, aus irgendeinem Grund, auch dafür kannst du dankbar sein. Denn dafür, da sparst du dir auch einiges. Im Friseur zum Beispiel sparst du dir Geld und einiges an Pflege und Kämmen und so. Trotzdem auch die Massage, auch da gehen wir, kommt jetzt als nächster Tipp, ist Massage, die nicht die Haare, sondern die Kopfhaut. Also auch Massage ist was ganz Wichtiges, was du natürlich mit dem Shampoonieren oder auch nur mit dem Nassmachen oder auch mit dem Kämmen, also Bürsten, auch das ist ja letztlich alles eine Massage. Und das ist auch was ganz Wichtiges, denn wir wissen, je mehr wir unsere Kopfhaut pflegen und massieren und die Durchblutung dadurch anregen, desto mehr werden unsere Haarwurzeln gestärkt, desto besser werden die durchblutet und mit Nährstoffen versorgt und desto schöner sind natürlich unsere Haare. Also ich muss mich da selber immer wieder dran erinnern, weil ich finde es so angenehm. Also das ist der Vorteil, wenn man lange Haare hat, glaube ich, dass man sie ja auch bürstet. Also ich kämme meine Haare jeden Tag, ich mag das.
Und da hat man das, den Vorteil, das Glück, dass man da auch immer so eine, oder ich mag das zumindest so, dass auch wirklich hier von ganz direkt auf der Kopfhaut anzufangen, weil man kriegt das so eine gute Massage und es fühlt sich toll an und auch in alle Richtungen, von oben nach unten. Und, das ist eigentlich am allerschönsten. Das ist, ja, das macht man eher, wenn man lange Haare hat, glaube ich. Wenn man kurze Haare hat, dann reicht es ja auch, dass man sie einfach ein bisschen abrubbelt und schon ist fertig. Aber auch wenn du kurze oder keine Haare hast, ist einfach so empfehlenswert. Es fühlt sich so gut an, es stärkt die Konzentration, du bist entspannt. Also es gibt doch auch diese Teildinger, die sind auch total lustig, die man so, die sehen, ich weiß nicht, wie die heißen, so Kopfkratzer. Kopfkratzer sind es eigentlich nicht, das sind so Massagedinger. Die sind auch natürlich angenehm. Also damit kann man sich auch verwöhnen. Also es gibt ja verschiedenste Spielereien, da kannst du dich mal ein bisschen mit beschäftigen. Ich habe nächstes Mal, vielleicht schaffe ich da auch Fotos reinzumachen. Visualisation natürlich ein ganz wichtiges Thema auch. Visualisation nutzen wir oft nicht unbedingt fürs Positive, aber du kannst sie natürlich im besten Fall positiv benutzen. Also Visualisation ist immer, wann du dir Bilder vorstellst. Und hier kannst du dir natürlich auch, wenn du jetzt gerne möchtest, dass deine Haare dicker werden oder dass sie länger wachsen und schöner wachsen, dass sie mehr glänzen. Das alles kannst du dir natürlich auch visualisieren. Das heißt, wirklich täglich vorstellen, dir richtig vorstellen, wie sie sein sollen und ja, wie sie sich anfühlen sollen auch. Also das ist letztlich, gehört auch zu Visualisation. Und das machen wir. Wir sind alle ziemliche Meister darin, am meisten im Negativen. Hä? Das heißt, wenn wir mal fünf Haare zu viel in der Bürste haben und wir denken, oh mein Gott, ich habe Haarausfall. Und schon visualisieren wir uns die Glatze, die wir am nächsten Tag wieder haben. Und dann kriegen wir eigentlich einen Riesenstress. Das machen wir, oder? Also ich habe das definitiv schon gehabt in meinem Leben. Es gibt ja Zeiten, aus welchen Gründen auch immer. Also es kann eben mit den Hormonen zusammenhängen. Es ist ja normal, dass wir Haare verlieren. Und das ist, was viele Menschen gar nicht wissen, aber bis zu 100 Haare, 100, das ist richtig viel, 100 Haare am Tag ist ganz normal, dass wir verlieren. Wenn du jetzt ganz kurze Haare hast, dann fällt es gar nicht so auf, wenn du 100 Haare verlierst. Aber wenn du lange Haare hast, und stell dir vor, du bürstest die und du hättest jetzt alle 100 Haare gleichzeitig in der Bürste, dann würdest du wahrscheinlich den Schock absolut, weil das sieht wirklich viel aus. 100 Haare, das ist eine Menge. Aber 100 Haare am Tag sind komplett normal. Das heißt, wenn wir uns das bewusst machen, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Und dann haben wir zweimal im Jahr, natürlich auch verlieren wir Winterfell und Sommerfell, genau wie die Tiere haben wir das auch immer noch, dass wir so den sogenannten Haarwechsel haben. Und jetzt, also jetzt gerade im Frühjahr ist es ja wieder soweit und dann auch wieder im Herbst ist es soweit, dass wir dann eben noch ein paar Haare mehr verlieren. Und zwar, dann ist es sogar normal, dass wir 150 bis 160 Haare am Tag verlieren zu dieser Zeit. Und auch das ist noch normal. Das ist kein Grund zur Panik. Sogar ist es eher das Gegenteil, wenn wir in Panik verfallen und uns denken, oh mein Gott, und dann auch noch aufhören, unsere Haare zu bürsten, weil wir so Angst haben, dass wenn ich meine Haare bürste, dass da dann das ganze Haar drin hängt. Also weißt du, dass ich praktisch wie mit der Rasiermaschine, ich gehe mit der Bürste durch und da ist so ein, da ist dann nachher nichts mehr, das wäre ja furchtbar. Nein, das passiert nicht, außer du bist gerade durch, ich weiß nicht, Atom verstrahlt. Das ist ja auch wirklich selten, dass einem das passiert. Ich glaube, die Chance, dass sowas passiert, ist unglaublich gering. Wenn, dann ist natürlich wirklich eine schlechte Erfahrung. Aber auch da gibt es dann natürlich Dinge, die wir tun können. Aber sowas passiert ja wirklich nur im Äußersten. Oder natürlich, wenn du eine Behandlung hast. Natürlich, wenn du eine Chemotherapie hast. Dann auch dann kann es passieren, dass du wirklich, wirklich Haarausfall kriegst. Aber das sind eben wirklich Sachen, die ja normalerweise im Leben nicht passieren, wenn du nicht solche Spezialbehandlungen hast. Also, aber wenn alles normal ist und du nichts anderes hast, dann bist wirklich mindestens 100 Haare und sogar bis 160 Haare sind normal am Tag. Also sei ganz beruhigt. Und wenn mal mehr ausfällt, auch dann ist es wichtig. Die beste Übung ist eigentlich dann, diesen Haaren, die ausgefallen sind, dankbar zu sein, dass sie so lange bei dir waren, aber jetzt auch dankbar sein, dass sie gegangen sind. Das ist auch ein Prozess von Loslassen. Und das Wichtige ist nämlich, dass du entspannt bist. Und je entspannter du bist, Stress ist ja immer so, wir wissen, unser Immunsystem fährt dann runter, alle die Organe, alles wird eingestellt. Und das wirkt sich natürlich auch auf unsere Kopfhaut aus. Auch unsere Kopfhaut wird dann weniger durchblutet, wenn wir in Stress geraten und in Panik. Und auch so wird das, ja, löst,
ist das dann schlecht praktisch für unsere Haare, für den Haarwuchs, für das, wie sie aussehen. Deswegen kommen wir dann in einen Teufelskreis, wenn du jetzt Panik kriegst, oh mein Gott, meine Haare fallen dann aus, dann hast du den Stress, dann visualisierst du dir dann auch schon die Glatze. Dann kriegst du den Mega-Stress, dann ist hier schlechte Durchblutung und überall anders auch. Und dann fallen vielleicht wirklich noch mehr Haare aus und dann so geht das dann immer weiter. Dann bist du wirklich in einem Teufelskreis. Deswegen, um den zu durchbrechen, ist es so wichtig, dass du eher dann dankbar bist und sagst, wie schön, dass ihr da wart und wie schön, dass ihr jetzt gegangen seid. Wie schön für dieses, ja, für dieses, was Neues kommen kann und für diese, dass es etwas leichter ist jetzt und so. Das ist also ganz wichtig, dir das vorzustellen. Also das zum Thema Visualisation. Entspannung geht damit einher. Natürlich Meditation zum Beispiel. Auch darüber haben wir jetzt schon einiges gehört in den letzten Stunden. Meditation, eines der wichtigsten Übungen, kannst du sehr gut mit Visualisation kombinieren. Natürlich haben wir ätherische Öle, da kommen wir dann gleich noch dazu, die auch für unsere Haare ganz toll sind, die unsere Haare unterstützen können. Hier sind einige drin, nicht alle. Da gibt es natürlich noch mehr, das kann man noch mehr ausbauen und noch spezieller werden. Ja, und da werde ich dir dann noch einige Sachen dann zu sagen. Aber Entspannung eben auch, gerade damit unser Körper braucht Entspannung. Wir sind natürlich jetzt in einer Zeit, wo sowieso viele Menschen mehr Stress haben, wo viele Menschen Angst haben vor verschiedenen Dingen oder wo sehr viel Angst geschürt wird, ja auch, muss man sagen. Und deswegen ganz wichtig, einfach mal den Fernseher ausmachen, tief durchatmen, eine angenehme Dusche nehmen, verwöhn dich selber, geh raus in die Natur, also geh joggen oder geh wandern. Wir hatten jetzt gerade am Montag unseren jährlichen 12-Stunden-Walk und es ist einfach wunderbar, du bist 12 Stunden in der Natur. Das ist natürlich was Anstrengendes, also wenn du 12 Stunden gehst, das ist dann schon mit der Zeit anstrengend und gerade wenn man auch ein bisschen schneller geht und nicht so, dann ist es auch anstrengend, aber es ist wunderschön und du bist 12 Stunden und es ist alles normal. Also man merkt dann so, wie normal alles ist. Ja. Es ist überhaupt nicht, für die Menschen ist im Moment hier vieles sehr unnormal, aber wenn man sich die Natur anschaut, dann sieht man, wie normal alles ist. Es ist alles ganz normal. Es ist alles normal, wie immer. Und das ist einfach so schön, sich immer wieder bewusst zu machen, am besten jeden Tag, am besten zu jeder Zeit. Wenn du die Vögel siehst, wie sie rumfliegen, wenn du hörst, wie sie singen, jetzt gerade sind sie mit Nestbau beschäftigt, alles ganz normal. Die sind ganz normal und wir haben keine Angst. Wenn du die Wolken siehst, wie sie fliegen, ist es ganz normal, wie schon seit Millionen von Jahren und wie es auch die nächsten Millionen und Milliarden Jahre sein wird. Alles normal. Die Sonne, ganz normal. Alles ist normal, wenn du von uns absiehst. Und das ist das Schöne, finde ich, was man sehen kann und das, wo du dann auch siehst, dass eigentlich alles normal ist. Also es hat überhaupt keinen Sinn, irgendeine Panik zu haben. Also Entspannung, absolut wichtig. Okay, und jetzt kommen wir hier, genug gequatscht, kommen wir hier mal zu Rezepten. Wenn du also auch mal was Neues ausprobieren möchtest, also ich kann eben das Young Living Shampoo, ja, habe ich jetzt die letzten 11 Jahre sehr viel benutzt und ich habe jetzt im Moment auch Lust, was anderes auszuprobieren, deswegen werde ich selber mal hier dieses Ei-Honig-Zitronen-Shampoo ausprobieren und ich werde dir dann gerne sagen, wie es war. Also, es gibt das tolle Buch von Dr. Olli Wenker über, ach, wie heißt es denn jetzt? Ich muss mich mal ganz kurz nachgucken. Kleinen Moment, ich hab's gleich. So richtig gleich. Hier. Damit ich dir auch das Richtige sage. Immer so hier. Ein Arzt empfiehlt natürliche Produkte. Das Buch kann ich so empfehlen. Weil du hier Sachen lesen kannst, welche Chemikalien halt normalerweise in Kosmetik, in allem Möglichen, was wir so kaufen, drin ist. Führt jetzt zu weit, das will ich hier nicht weiter ausführen, das hat Dr. Olli Wenker schon super gemacht. In dem Buch sind so viele Studien drin, da ist so viel drin, was dir zeigt, wie viel... dass du das eigentlich nicht benutzen willst, diese ganzen chemikalischen Produkte. Wenn wir unsere Haare damit waschen und auch unsere Haut, ist bei einigen Sachen wie Silikon, was ja in vielen Produkten drin ist, das Problem, dass sich das auf der Haut und auf den Haaren speziell ansammelt.
aber nicht nur Silikon, sondern auch andere Chemikalien. Also Silikon war immer das Schlimmste, das war schon vor 20 Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war das immer schon ein großes Thema. Und zu der Zeit wurde darüber noch gar nicht so viel geredet wie heutzutage. Heute weiß man, Silikon ist in so vielen Sachen drin und wir wissen, es ist sehr schädlich, weil es ja auch in die Körperzellen geht. Und wir wissen, Silikon, weil sich das ja ausbreitet in der Zelle, ist dann halt fest, geht auch nicht mehr raus. Deswegen wollen wir das wirklich nicht im Körper haben. Und wir wissen auch heute natürlich, dass Kosmetik etwas ist. Unser Körper ist ja nicht unsere Haut und auch unsere Kopfhaut ist noch offener wie der Rest der Haut durch die Talgdrüsen. Wir nehmen hier auch ätherische Öle deswegen noch besser auf über die Haare, über die Kopfhaut, weil da eben die Talgdrüsen sind, die sehr aufnahmefähig sind. Die haben wir eher nur speziell auf der Kopfhaut viele. Aber unsere Haut ist ja keine Grenze, eine abgeschlossene, sondern wir sind ja mehr sowas wie ein Schwamm, der alles aufsaugt. Und deswegen ist unsere Kosmetik ja auch etwas, was wir normalerweise sollten wir nur das uns mit als Kosmetik verwenden, was wir auch essen können. Und alles, was wir nicht essen können, wollen, vertragen würden, sollten wir auch nicht auf unsere Haut oder auf unsere Haare geben, weil es ja auch trotzdem in unseren Körper geht. Also eigentlich ist es so, als würden wir es essen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das, was wir benutzen, dass das eben natürliche Produkte sind, die gut sind, die unserem Körper gut tun und nicht Chemikalien, die sonst was für Wirkung haben. Also wenn du darüber mehr wissen willst, kann ich das Buch von Dr. Olli Wenker sehr empfehlen, mit den ganzen Studien und mit allem, was auch das in Tieren macht und so und was dann man sieht, was das bei uns macht und dann auch über die nächsten Generationen und alles drin da. Also sehr spannend. Also deswegen ist es gut und ist ja auch immer gut, irgendwas zu wissen, was man selber machen kann. Manchmal ist es ja auch so vielleicht, dass man bei Young Living ist es halt so, wir haben Naturprodukte und manchmal sind Sachen ja auch ausverkauft für einige Zeit. Und auch dann ist es immer gut zu wissen, was kann ich denn dann stattdessen machen. Und auch dafür ist natürlich gut, wenn man für sich vielleicht manchmal was selber herstellen kann. Also das hier ist etwas, was ich selber noch nicht ausprobiert habe, was ich aber ausprobieren werde und dir nächstes Mal darüber berichten kann. Ein kleines Problem ist, wann immer du umstellst. Also falls du bisher immer normale Shampoos verwendet hast und noch nie irgendwas Natürliches, ist es halt, das ist eine kleine negative Info hier, die Umstellung dauert. Wenn du Chemikalien in den Haaren hast, dann ist es so, dass sich die angelagert haben und dass es nicht sofort rausgewaschen ist. Wir haben früher schon gelernt, wenn du zum Beispiel mit Silikon irgendwie deine Haare wäschst, irgendwas drin hast an Silikon, dann dauert es genauso lange, das rauszuwaschen aus den Haaren, wie du es vorher verwendet hast. Wenn du jetzt schon, okay, 10 Jahre würde ich nicht sagen, aber wenn du dir jetzt seit 3 Monaten die Haare mit Silikonshampoo gewaschen hast oder mit Silikonspülung, dann dauert es auch sicher mindestens so lange, bis das wieder vollständig rausgewaschen ist aus dem Haar. Silikon kannst du gut daran erkennen, weil du hast wie so ein Schleim um die Haare. Das merkst du speziell, wenn du die Haare nass machst. Also wenn die trocken sind, das wird ja dann, wird immer versprochen, wird seidig, schön kämmbar und so, das ist es auch. Aber wenn du die Haare nass machst, bei der nächsten Dusche, dann, oder auch einfach, wenn du schwimmen gehst oder so, und du gehst dann durch die Haare, dann hast du wie, das fühlt sich schleimig an. Und das sind diese Ablagerungen. Also falls du das schon mal erlebt hast, herzlichen Glückwunsch, das ist Silikon und wahrscheinlich noch andere Chemikalien. Das ist etwas, ja, wie so eine Matschepampe, die wir eigentlich nicht in den Haaren haben wollen, oder? Das ist also ekelhaft. Ist natürlich dann auch schlecht, wenn du mal deine Haare färben willst, was am besten du auch mit Naturfarbe tust, weil die dann auch gar nicht so angenommen wird. Wenn du hast ja hier diese Schleimschicht auf dem Haar und da geht auch so schnell nichts durch. Also, oder wenn du irgendwas anderes machen willst. Das heißt, das ist dann auch ein großer Nachteil, wenn du mal irgendwas planst mit deinen Haaren. Okay, also hier muss ich dich kurz vorbereiten, wann immer du umstellst von normalem Shampoo auf Naturmittel, dann kann es sein, dass du eine Übergangszeit von mindestens 1 bis 2 Monaten hast und vielleicht sogar bis zu einem halben Jahr, wo deine Haare vielleicht nicht so schön aussehen, wie du das gerne hättest. Da gibt es natürlich dann ein paar Tipps, die ich dir jetzt gleich gebe. Das eine ist eben zum Beispiel dieses Ei-Honig-Zitronen-Shampoo. Da nimmst du 1 bis 2 Eier. Es reicht vielleicht ein Ei, wenn du jetzt lange Haare hast oder sehr lange Haare, dann kannst du bis zu 2 Eier nehmen. Hier ist es wichtig, dass du am besten beides, also dass du das gesamte Ei nimmst. Also nicht nur das Eiweiß, sondern auch das Eigelb. Also du mischst wirklich das ganze Ei hinein. Wir wissen alle, hat jeder schon gehört, Eier sind ganz toll für die Haare.
Da kann ich dir ein bisschen was zu erzählen. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Eier sind einfach so gut für die Haare, denn sie sind einerseits Feuchtigkeitsspender. Sie haben sehr viel Vitamin E, was die Zellmembran schützt, was auch die Außenwände unserer Zellen, das ist die Zellmembran. Und so sorgt dafür, dass das Haar nicht brüchig wird. Das ist, was jeder will, oder? Wir wollen alle nicht diese abgebrochenen, komischen Haare haben. Das ist deswegen sehr gut für die Festigkeit. Es erhöht die Haare und stärkt die Festigkeit der Haare erhöht es und es stärkt die Haarwurzel. Also es macht da und noch viel mehr. Also Ei macht ganz viel, deswegen finden das alle immer ganz gesund, wenn man sich ein rohes Ei in die Haare haut. Ist, findet man eklig, weil es schleimt ja auch wie verrückt, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich gesund. Und deswegen kann ich das sehr empfehlen. Und okay, also, du nimmst dann noch einen Teelöffel flüssigen Honig deiner Wahl. Also auch hier nimm am besten was Natürliches. Da gibt es ja auch verschiedene. Nimm also nicht diesen Zucker, es gibt ja diesen industriellen Honig. Den will man auch deswegen nicht, weil ja die Bienen dabei komplett umgebracht werden. Also furchtbare Sache. Alles, was industriell gemacht wird, ist eigentlich immer, immer eine Katastrophe. Weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat. Und den Saft von höchstens einer halben Zitrone. Also Zitrone, wissen wir, hat aufhellende Eigenschaften. Und aufhellende Eigenschaften sind immer deswegen aufhellend, weil eigentlich unsere die Haarpartikel, die, wie heißen sie? Unsere Farbe, unsere Haarfarbe wird eigentlich zerstört. Die Pigmente werden aufgelöst und dadurch das Haar wird erst geöffnet und dann werden die Pigmente eben rausgeholt. Das ist eine Aufhellung. Das macht sogar die normale Zitrone, deswegen sollte man das halt ja nicht jeden Tag benutzen. Also Aufhellung ist deswegen immer so ein bisschen anstrengend für die Haare. Hier ist es aber dadurch, dass es Kombination mit Ei und mit Honig hat, ist die Wirkung dann eben nicht so. Wenn du jetzt pure Zitrone nimmst, dann ist es ein bisschen anstrengend. Obwohl, ich weiß von meiner Chefin, die früher immer gesagt hat, bevor es Spülung gab, hat man immer gesagt, Zitronensaft ist die beste Spülung, denn Zitrone ist ja sauer, auch wenn sie eben in unserem Körper dann alkalisch wird, aber sie ist erstmal sauer und Spülung ist ja auch sauer, zieht also die Haare zusammen und dadurch werden sie wieder verschlossen. Okay, du rührst das alles zusammen, bis sich der Honig aufgelöst hat und das Ei mit dem Rest verbunden ist und dann gibst du das mit den Fingerspitzen, also langsam massierst du das in deine Kopfhaut ein und dann danach kannst du das dann auch, musst du nicht unbedingt, aber du kannst es dann auch in die Längen geben. Beim Haarewaschen ist natürlich hier die Kopfhaut immer das Wichtigste. Unsere Haare werden hier immer hier oben fettig in den Längen. Die haben eher oft das Problem, dass sie trocken, dass sie austrocknen. Deswegen müssen wir die Längen nicht unbedingt aber können wir. Und du kannst es natürlich auch als Kur benutzen. Dann benutzt du es einfach länger. 5 bis 20 Minuten oder ansonsten wäschst du sie dir einfach ganz normal. Wenn du kannst statt Zitronensaft eben auch den gekauften Zitronensaft aus der Flasche nehmen. Das geht auch. Das hat den Vorteil, dass da eben, wenn du sie auspresst, dann hast du immer vielleicht so kleine Zitronenstückchen mit drin. Wenn du das hast, dann musst du ganz wirklich ganz doll ausspülen, damit da nichts hängen bleibt. Sonst hast du praktisch ein paar Essensreste im Haar, das ja irgendwie auch wieder auch komisch aussehen. Und zum Ausspülen ist es immer gut, kaltes Wasser zu benutzen. Also du musst jetzt nicht unbedingt kalt duschen, deswegen du kannst auch einfach nach der Dusche, wenn du fertig bist, noch den Kopf nochmal drunter halten und einfach nur den Abschluss mit kaltem Wasser machen. Wir wissen alle, dass eine kalte Dusche natürlich auch sehr gesund ist. Aber auch für die Haare ist kaltes Wasser unglaublich gut, um die Haare wieder zu verschließen. Also warmes Wasser öffnet die Haare. Es ist fast als wenn wir die Haare färben oder eine Dauerwelle machen, werden die Haare geöffnet, dann werden sie verändert und dann werden sie wieder geschlossen. Deswegen gibt es diese Veränderung und warmes Wasser ist auch so ein Öffner für Haare. Kaltes Wasser verschließt die Haare wieder und deswegen glänzen sie dann schön und sind halt nicht so struppelig. Und okay, jetzt dauert das aber hier lange. Ich sehe schon, ich komme hier gar nicht zu Rande, weil ich euch so voll quatsch, weil einfach so viel zu sagen ist. Noch ein Tipp, das ist der letzte Tipp, den ich jetzt gebe, falls du mal Haare verlierst im größeren Ausmaß. Hier ist noch ein Tipp, den ich dir geben kann, der sehr beruhigend wirkt. Wenn du nämlich über deine Haare, über deine Kopfhaut gehst, in der Höhe von circa 1 Millimeter, also du gehst wirklich direkt über die Kopfhaut,
Und dann gehst du gegen die Bugsrichtung. Das heißt, ich gehe jetzt in Bugsrichtung, aber wenn du jetzt dagegen gehst, wenn du also deine Hand ein bisschen zurückziehst und du machst das mal, du probierst das hier, dann merkst du, dass eben da unten, da ist so wie so eine kleine Bürste. Also wenn du hier gegen die Bugsrichtung streichst, dann merkst du einfach diese, dass da wie so eine kleine Bürste unten ist. Und diese kleine Bürste, das sind neue Haare. Neue Haare. Und die sind noch so kurz, dass die sich noch nicht richtig biegen. Das heißt, wenn du jetzt in diesem wirklich kurzen Abstand rüber gehst, wenn du denn alle deine Haare nur 1 Millimeter lang sind, dann merkst du es natürlich nicht. Tut mir leid. Aber wenn du etwas längere Haare hast wie 1 Millimeter, dann merkst du schon. Und das zu deiner Beruhigung. Alle diese Bürste, die du merkst, sind gerade Haare, die neu rauskommen. Also du kriegst auch unglaublich viele neue Haare die ganze Zeit über. Das nochmal für deine Visualisation und für deine Beruhigung, wenn du mal die Krise kriegst. Okay, es gibt dann noch andere Varianten für die Haarpflege. Ei, Honig, Zitronenshampoo ist nur eine Variante. Du kannst auch zum Beispiel Henna-Pulver ist ganz toll auch zum Haare waschen. Also da gibt es verschiedene Tipps und ich werde dir dann im nächsten Mal noch mehrere geben zur natürlichen Haarpflege. Und jetzt gehen wir hier mal kurz weiter. Also, wusstest du, dass das beste Öl für das Haar kein ätherisches Öl ist, sondern wir haben es. Es ist Myra Hair Oil. Also, das ist lasse ich mal weg. Ich kann das gar nicht so gut aussprechen. Aber das ist unser Haaröl, das Haaröl von Young Living. Ich bin absolute Haarölliebhaberin. Schon seit fast 20 Jahren liebe ich Haaröl, denn ich habe mal gelernt, dass das unsere Schwingung verändert, wenn wir Haaröl benutzen, dass das sehr wichtig ist. Dann auch sehr gut, wenn man nicht nur den Kopf etwas fettet, sondern auch die Füße. Dann hast du nämlich, dann bist du, hast du die Pole gefettet wie so eine Batterie, dann fließt die Energie besser, dann fließt der Strom besser. Aber gerade auf dem Kopf ist es toll. Also ich meine, natürlich nicht so, dass du rumrennst wie ein Fettbeutel. Also ich gebe auch, wenn ich dieses Haaröl in die Längen einfach hinein. Aber du kannst es auch benutzen, wenn du kurze Haare hast. Du musst keine langen Haare haben, um Haaröl zu benutzen. Es ist einfach auch für die Kopfhaut toll. Es ist ein energetischer Schutz. Es ist natürlich auch ein Schutz vor anderen Umwelteinflüssen, wenn du so ein bisschen einen Ölfilm hast. Ebenso, ja, dass du nicht als Fettding rumrennst, aber es, ja, aber einfach so, dass es, aber es ist, wird schön glänzend, das Haar. Also du hast da wirkliche Vorteile. Das Myra-Haaröl ist auch gar nicht so fettig wie andere Haaröle. Es ist, ja, es ist weniger fettig, es ist ein leichteres Haaröl, kann man sagen, aber es duftet wunderbar und es ist eben auch ganz toll. Also ich nehme das Myra Haaröl unglaublich gerne. Also das nur eben mal kurz. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu verschiedenen Haartypen. Ah, da gibt es natürlich auch wieder ein Riesenwissen, wie kommt es dazu? Es hängt natürlich dann einerseits ab von den Hormonen. Also zum Beispiel, wir Frauen, nicht immer, aber wir haben oft eher trockenes Haar, denn die Östrogene sind das, was eher die Haare trocken macht, während die männlichen Hormone, wie heißen die, die Androgene, machen das Haar eher fettig, also machen eher öliges Haar. Das kann auch sein, natürlich, wenn wir zu bestimmten Zeiten, auch als Frau, kann ich natürlich teilweise in verschiedenen Lebenssituationen vielleicht einen Überschuss trotzdem an männlichen Hormonen haben oder vielleicht überhaupt bin ich eine Frau, die da in die Richtung, wir sind ja alle ein bisschen anders gelagert. Das heißt, es kann auch sein, dass das an deinen Hormonen liegt, warum dein Haar so oder so ist. Da gibt, kann man auch richtig Hormontherapie machen, wenn man das will. Also da gibt es verschiedene Wege. Dann gibt es natürlich hier auch im Ayurveda, weiß man, dass zum Beispiel, da muss ich ganz kurz nachgucken. Der Vata-Typ hat zum Beispiel eher trockenes Haar. Der Kapha-Typ hat eher öliges Haar. Und der Pitta-Typ hat auch eher, neigt eher so ein bisschen mehr zu trockenem Haar. Aber auch hier gibt es natürlich, dann hängt es davon ab, wieder was passiert sonst. Was hängt mit unserer Ernährung zusammen und so weiter. Okay, aber hier, wenn du trockenes Haar hast, dann ist der erste Tipp, gib einfach 1 oder 2 Tropfen Zedernholz oder Pfefferminze in deine Haarspülung. Die kannst du dann natürlich auch in diese Haarspülung geben, nämlich in dieses Honig-Zitronen-Shampoo. Also du kannst dann dein Shampoo, wenn du selber was machst, das natürlich aufpeppen mit coolen ätherischen Ölen. Zedernholz wissen wir ist sowieso mega gut für die Haare. Mega, mega gut, habe ich schon viele Menschen gehört. Gerade auch wenn die halt dieses mehr von dieser Bürste haben möchten, sage ich mal, ist Zedernholz wirklich ganz toll, wenn du jeden Tag Zedernholz benutzt.
Jeden Tag kannst du, musst du nicht, aber oder mindestens zum Haare waschen. Es ist auch ganz toll für Feuchtigkeit und Copaiba finde ich auch ganz toll. Es ist auch ein tolles Öl, was Feuchtigkeit bringt. Zweitens Öle, die deine Locken mit einer feuchtigkeitsspendenden Nachtmaske verwöhnen. Natürlich, wer Locken hat, hat normalerweise trockenere Haare. Locken und trockene Haare, die Locken sind da, weil wir eh schon trockene Haare haben. Also ansonsten, ja, das gehört zusammen. Das heißt, 3 Tropfen Ylang-Ylang gibst du dazu, 2 Tropfen Orange und dann gibst du das in 2 Esslöffel eines schweren Trägeröls wie Oliven- oder Avocadoöl. Du kannst natürlich V6 nehmen von Young Living. Das ist aber dann schon ein leichteres Trägeröl. Aber versuch einfach dich, aber wenn du wirklich viel Fett brauchst, dann ist Avocado natürlich richtig gut. Dann mische die Zutaten, verteile sie im Haar von den Spitzen langsam nach oben. Dann wickle ein Handtuch herum und lass es 10 Minuten einwirken. Wenn du natürlich so richtig mal richtig, dann kannst du auch sowas über Nacht drin lassen. Da ist auch nichts gegen anzuwenden. Ich habe das auch manchmal, dass ich richtig mein so viel Haaröl verwende, dass alles fettig ist und dann lasse ich das auch über Nacht und das fühlt sich total gut an. Das muss man natürlich morgens auswaschen. Habe ich auch schon mal verschlafen und bin dann mit meinem Fetthaar losgegangen. Dann sieht es aber einfach aus, wenn es nass ist. Das ist auch cool. Also wenn man dann einen Zopf macht oder so, dann ist es auch nicht schlimm und man hat so einen Schutz. Also ich war begeistert, ehrlich gesagt, dass mir das einmal passiert ist, war ich sehr begeistert. Okay, immer noch trockenes Haar. Du kannst auch das Haaröl in die Handfläche geben und noch einen Tropfen Zedernholz oder Rosmarin dazugeben und das dann halt in deine Haare geben. Und hier noch ein Tipp. Du kannst dir ein Spray machen. Dafür nimmst du dann Jojobaöl und V6 und dann nimmst du eine Tasse destilliertes Wasser, 8 Tropfen ätherisches Öl, also 8 Tropfen Rosmarin, 8 Tropfen Weihrauch, 8 Tropfen Zedernholz, 8 Tropfen Lavendelöl, ein Teelöffel V6 und ein Teelöffel Jojobaöl. Und dann gibst du alle Zutaten in eine 400 ml Glas, habe ich noch nie gesehen. Du könntest auch einfach 320 ml Flaschen nehmen. Zum Beispiel dann, und bevor du es anwendest, gut schütteln und dann sprühst du es auf das nasse Haar und reibst es. Also, sorry, du musst es jetzt wahrscheinlich abfotografieren, weil hier die sind so ein bisschen. Okay, weil die Zeit rennt wie verrückt. Dann, das war alles für trockenes Haar. Jetzt gibt es auch noch Rezept für öliges Haar. Öliges Haar, ja, ist auch blöd, wenn man das hat, weil das hängt dann immer runter. Man kann, also, ja. Ich hatte auch Zeiten schon, wo ich das hatte, oder manchmal ist man ja auch unterwegs und man kommt vielleicht nicht gleich an dem Tag, wo man eigentlich Haare waschen will, dazu, das zu machen. Wenn du, also ich meine, sagen wir mal, wenn du jetzt deine Haare von Shampoo umgewöhnst auf Sachen, die du selber machst, und du hast es geschafft, das Haar produziert eigentlich selber so viel, also wenn du es schaffst, irgendwann deine Haare nur noch mit Wasser zu waschen, sodass das reicht, eigentlich reicht das. Also in der Natur gibt es ja gar kein Shampoo. Ja? Wenn wir jetzt so leben würden, wie der liebe Gott uns geschaffen hat, dann hätten wir ja eigentlich gar kein Shampoo, keine Seife. Und dann würden wir einfach unsere Haare in Wasser waschen und eigentlich reicht das auch. Wenn wir gutes Wasser haben, das beste Wasser dafür ist Regenwasser und wenn du das nicht benutzen kannst, ist es auf jeden Fall gut, irgendwie destilliertes oder gefiltertes Wasser zu nehmen. Auf jeden Fall so, dass der pH-Wert bei circa 5,5 ist. Das entspricht nämlich dem pH-Wert der Haare und der Haut. Wir sind etwas sauer, normal. Also wir sind nicht, weil wir übersäuert sind, sondern das ist so bei unseren Haaren der Haut und das ist gut so. Und Regenwasser hat eigentlich immer genau diesen pH-Wert. Deswegen, wenn wir irgendwann daraus sind, dass wir irgendwas benutzen müssen, dann reicht sogar Regenwasser. Und wir haben wunderbare, gepflegte, voluminöse Haare, die stark sind. Also da wollen wir hin und ich, ja, gehen wir noch weiter drauf ein. Okay, öliges Haar. Ja, da kannst du dann eben Jojobaöl benutzen. Das ist nämlich nicht so fettig. Und ich muss das hier mal ein bisschen verschieben. Wasche die fettigen Sorgen weg. Gebe ein paar Tropfen Teebaumöl in dein Shampoo. Massiere es in die Kopfhaut ein, um die Reinigungskraft zu verstärken. Also Teebaumöl ist da sehr gut, um ja, also das Fett ein bisschen besser rauszuholen. Natürlich auch die Zitrone bei dem selbstgemachten. Du kannst dir auch sogar eine Spülung machen, die im Haar bleibt. Das hört sich eigentlich komisch an, weil eigentlich macht ja Spülung eher weich und man denkt eher fettig, aber tut sie scheinbar nicht. Dann nimmst du 2 Tassen destilliertes Wasser, 1/3 Tasse von deinem Lieblingsspülung.
Dann 3 Tropfen Orangenöl, 3 Tropfen Pfefferminzöl, 3 Tropfen Thymianöl. Dann kombinierst du die Zutaten in einer Sprühflasche und sprühst sie auf das nasse Haar, bevor es trocknet. Vor Gebrauch gut schütteln und nachher kannst du das dann schön bürsten, ausbürsten. Aber also es bleibt dann im Haar und scheinbar ist das auch sehr gut, um das Öl rauszuholen. Also habe ich auch noch nie. Ich habe jetzt zum Glück nicht so normale, nicht so ölige Haare. Aber und hier noch für normales Haar noch ein schneller Tipp. Hier kannst du auch deine Haarspülung verstärken. 15 Tropfen irgendein Öl, was deiner Wahl. Und zu 200, also in die ganze Flasche Spülung. Nimm aber deswegen wichtig eine echt biologische Spülung. Dann für zusätzliche Feuchtigkeit exotischen Duft füge 10 Tropfen Zedernholz und 5 Tropfen Ylang-Ylang hinzu. Also noch auf die 15 Tropfen, oder das sind eigentlich 15. Aha, das, also nimm die, Entschuldigung. Nimm die, das sind die 15 Tropfen. Okay, dann verwöhne deine Locken mit einer Aloe Mira Haarmaske. Ein Esslöffel Aloe Vera Gel, ein Esslöffel von dem tollen Haaröl, 2 Tropfen Ylang Ylang und 1 Tropfen Thymianöl. Zutaten miteinander vermischen und mit einem breiten Kamm verteilen. Und das kannst du dann mit irgendwie abdecken und über Nacht einwirken lassen. Du kannst auch einfach ein Kopfkissen auf ein Handtuch über den Kopfkissen legen, damit du da nicht rumschmierst. Und für die Kopfhaut, hier ist hier auch noch was, fotografiere dir das schnell ab. Schicken wir sonst eine E-Mail, die kommt gleich, dann kann ich dir die auch schicken, die Rezepte. Auch für die Kopfhaut eben, also auch wenn du keine Haare hast, Kopfhaut ist einfach wichtig, egal ob mit oder ohne Haare, ist so wichtig, sie zu verwöhnen. Deswegen auch hier noch ein kleiner Tipp hier für die Kopfhaut. Also schnelles Foto, damit du das hast. Und denn wir gehen hier gleich schon zum nächsten. Hier noch ein kleines Hahaha. Lustige Bilder. Und jetzt vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Die Stunde ist verrannt wie verrückt.